Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Version 1.4 eigentlich. Ja, die andere wird als Produkt sein, Produktion. Ja, wir machen weiter mit Aussaat. Wird aber schnell, das ist ja verkehrt der Mod hier. Ja, wir machen weiter und sehen weiterhin Gerste aus auf Feldnummer 36. Ja, und wir werden nach und nach mal schauen, dass wir jetzt die Tiere den Rest umgestaltet bekommen und um nicht zu schweigen nochmal Wasser kriegen. Ja, ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ich möchte nochmal allen danken fürs Reinschauen, fürs Kommentieren, ja, und fürs Abonnieren. Ne? Der eine oder andere hat ja neu abonniert. Freut mich drüber, auch bei neuen. Name fällt mir natürlich nicht ein. Tut mir leid, ist halt so. Ich bin da ein bisschen vergesslich, also. Ja, ich sage mal danke dafür und wir machen jetzt weiter mit den Schweinen. Und das war der Hexer, das fertige Feld. Gut, okay. Wir machen einmal mit Schweinen weiter. Oh, Schweine ist wichtig. Ja, der Anne kann das mal in aller Ruhe arbeiten. Ein paar sind zu schnell, aber das gefällt mir gar nicht. Aber wir haben halt jetzt keine anderen Möglichkeiten. Muss ich mir umschauen, ob ich da einen anderen Mod finde, der entsprechend das kann. Und trotzdem muss ich Standard nehmen. So, Ferkel. Aber das entscheiden wir sowieso nachher zum Ende des Herbst, also wenn alles erledigt ist, dann wird im Herbst dann alles verkauft oder beziehungsweise die Mods verkauft, soweit wie es möglich, und dann wird entsprechend auch überwiegend original umgestellt. Und dann werden einige Mods rausfliegen. So. So. Ein Stückchen ranfahren noch. Jetzt müssen wir alle Tiere, die leichter sind wie 100 und, ja, keine Ahnung, dass wir leicht sind, verschieben. Also im Prinzip die 130 Euro Stück, also 14 Kilo. Und da kommt ja wieder, so. Jetzt kommen die schweren, älteren Tiere, ne? Mal zählen, was sind das überhaupt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tiere oder so, ne? Schon gewaltig. So. Oh jo, schöne Preise. So, 29 Kilo. Da muss ich jetzt auch passen, dass ich nicht die verkehrten verschiebe. Mir schon mal passiert. Ah ja, ist voll. Bestätigen. Ja, Lohnzahlung. So, aber wir machen mal die Tiere und dann gucken wir mal den Lohn her. Kann doch nicht sein. Ups. Ja, das ist ungünstig hier, aber gut. Ja, haben wir euch nicht drin? Ja, wir haben euch drin. Und zwar die bunten und die weißen. Das macht ja nichts. Ich habe ja zwei Sorten. Im Nachhinein habe ich gedacht, na gut, jetzt noch eine genommen und dann sortiert, aber so. So genau will ich es auch nicht nehmen, ne? Wir wollen ja auch irgendwann mal Spaß haben. So, die Rüben sind noch dran, ne? Und die Kartoffeln. Oh ja, ah, ja, genau. Das heißt sofort runter mit der Kündigkeit. Wir haben zwar morgen auch noch Zeit, aber ist aktuell noch so nass für. Ich bin drüben der Kartoffel mal sehen. Muss ich mal schauen hier. So, hier haben wir nur. Ja. Bestätigen. So. Ausgefüllt. So, jetzt haben wir mal kurz bei. Hier
Hier ist er mir deaktiviert oder aktiviert. Gut, nur noch anderen Fahrzeug gucken. Also das, also ich möchte schon Lohn zahlen, also so ist das nicht. Geht ja um Prinzip, ne? Wer möchte schon gratis arbeiten? Also Helfeinsätze muss ich auch Lohn zahlen. So. Rüben ernten. Ich bin gerade so eingefahren. Die Rüben müssen noch geerntet werden. Junge, die Rüben und Kartoffeln. Aber erst kriegen die anderen Schweine noch Futter noch. Das ich gerade mache, das kriegen ja noch mal noch Futter. Und die kriegen sie alle vier noch Wasser. Die Kühe müssen auch noch Futter kriegen. So, das sind natürlich richtig teure Schweine. So, 20 Kilo. Da. Die schwarzen. Ich muss nur gucken, dass ich entsprechend 40 Kilo sind. Oh, okay, das sind ja wieder weiße bestimmt. Ja. Wir rennen. Alle voll. Ja, das ist ja schon mächtig und gewaltig, wie ein Tier jetzt haben, ne? Ups. Ich habe ja die Mikrofon gestoßen. Und ganz kurz umschalten nach innen. Ein bisschen besser, denke ich mal. So. Zu schnell fahren hier. Jemand eine Leitplanke gebaut, wie war das? Es wird ein bisschen wärmer, also hoffen wir mal, dass wir noch entsprechend die Ernte beginnen können. Bin mir nicht ganz sicher, ob Kartoffeln oder Rüben. Eins geht auf den feuchten Zustand. Der Frucht. So. So, verschieben. Machen wir so. Eben mal schauen, wie der Stahl nachher voll ist, ne? Bestätigen. Jetzt mal kurz S. 44, irgendwie muss ich rechnen. Mathe, langes her. 40, 46 Tiere noch. Also, wir können auch mal einmal fahren oder zweimal fahren, ne? Denn die anderen haben jetzt schon 50 Kilo fast, wenn ich richtig erinnere. Das heißt, jetzt haben wir Herbst, im Frühling sind die so weit. Oh, also wenn die genauso schwer sind wie die anderen Tiere, werden die entsprechend verkauft. Egal, ob wir noch einen Schlachthof haben oder nicht. Haben wir keinen Schlachthof, geht es zum Viehhändler. Haben wir einen Schlachthof, geht es direkt da rein. Ne? Und dann müssen wir noch einiges erfüllen an Voraussetzungen, wie Papier zum Beispiel. Wird eng. Mal schauen. Wir haben noch eine Ernte zu verkaufen. Mal sehen, wie die Preise sich entwickeln jetzt zum Winter, ne? Ja, wollen wir nicht gucken, ich kann jetzt sowieso nicht verkaufen. Aber mal sehen, also ist ja noch ein bisschen Zeit. So, am nächsten kleinen Schweinchen. Die Ferkel. Wahnsinn. Oh,
Also die hier ist irgendwie gewaltig, was im Futter drin, was drin im Futter, also Fruchtbarkeitsfutter oder sowas habe ich hier, was ich kaufe. Sind trächtig ohne Ende. Da, das ist so ungünstig, ne? Da sehen wir nicht, was los Straße ist. Ja, tatsächlich nie aktiviert, also muss ich doch irgendwie mal in die Reihe kriegen. Muss ich mal Lust und Laune zu haben. Den Treiber neu installieren normalerweise. Wahrscheinlich muss ich vorher alles deinstallieren. Aber irgendwie jetzt mit Reitern rausstecken. Ja, Temperatur 60, 58, das passt. Ich muss ein bisschen aufpassen, ne? Also wenn die Grafikkarte so ausschlägt bei 60%, wird im Sommer interessant. Einfach, dass ich eine Klimaanlage besser hinkriege. Eine Mietwohnung ist nicht ganz so einfach. Man kann nicht einfach hier was hinbauen, ne? Sonst wäre das an den Lösungen von draußen einen separaten Wärmetauscher und dann drinnen nur das andere Gerät nehmen. Aber das geht hier nicht. Wäre auch zu teuer. Gut, das ist dann weiblich. Weiblich? Oh, männliche Schweine haben wir auch. Aha. Ist mir auch gefallen. So, jetzt haben wir noch Platz. Alt ist 65, 70, 25 Tiere noch. Okay, weiblich, männlich. Aha. Ja, wir haben auch männliche Tiere, ne? Ja, sind die schon kastriert? Also Ferkel werden normalerweise im ganz frühen Stadium kurz zack zack und dann fliegen Teile weg. Das hat nach meines Wissens Geschmacksgründe, weil Eber sollen nicht so gut schmecken, also vom Geschmack her soll nicht so ideal sein. Deswegen werden die Eier losgemacht. Das ist mein Wissensstand. Früher wurde nicht betäubt, ich glaube heute wird schon betäubt. Das bleibt sogar vorgeschrieben, ne? Also ja, ich sag mal so. Ja. Früher hatten sie auch die Möglichkeit nicht gehabt, das betäuben, ne? Auch bei Menschen wurde dann nicht betäubt, ne? Wenn man was machen musste. Es gab ja einfach nichts. Und dann ist ja auch eine Frage des Bauern waren ja früher nicht alle reich, kann man sagen, ne? Das hat meist gerade so gereicht und dann ist man da vielleicht auch nicht so darauf aus, extra Ausgaben zu haben, ne? Also so, das ist weiblich, ja, verschieben. Und dass mir so auffällt, dass es auch weibliche Tiere und männliche Tiere gibt, nicht mal sich mit den Verkehrten behalten, ne? Sondern es kommt keine Ferkel. Beim Kauf habe ich schon darauf geachtet, dass sie weiblich sind, ne? Da sind auch viele weibliche bei. So. Wir haben noch nicht alle Tiere rausgekriegt. Was haben wir jetzt überhaupt noch? Alt ist. So, 42. Wir haben noch. Also ich habe. Ja. Ah, das ist der. Hä? Ist die Reihenfolge geändert wieder? Ich dachte, dass ich die großen Tiere alle übergestellt habe. Hab eigentlich mal geschaut, dass nur die kleinen so rausgehen, also die leichten. Eigentlich. Ja, man kann es ja auch nicht erkennen, man sieht ja die Tiere nur, dass sie groß sind. Ne? Also rein optisch zu sehen ist da nichts. Ah, ja, gut. Und dann fahren wir wieder zurück, ne? So viel, wenn wir Verkehrten gemacht haben. So.
eigentlich nicht. Und hier nur 14 Kilo, da sind 6 und so. Das ist eigentlich okay, da sind alles Jungtiere und da auch eine Jungtiere, okay. So, was geht noch ein? Dürfte nicht viel sein, ne? 86. Na, 4 gehen noch auf. Wenn 4 fahren wir nicht los. So, hier sind's. Keine alten Tiere mehr. Kühe ist klar. Aber hier 14 Kilo. 20 und 6. Und da müssten eigentlich die schweren dabei sein. Wer weiß. War so komisch hier. Die älteren Tiere abgehauen. Ich weiß auch nicht. So, nicht mal. Das soll es für heutige Folge gewesen sein. Jetzt machen wir mal eine Probe. Seid mal schüsse und winke. Ciao, ciao. Ja. Es geht gleich weiter. Nachdem ich kurz eine Hörprobe gemacht habe. Tschüss!